Wenn du gespendet hast und diese Spende jetzt in deiner Steuererklärung geltend machen möchtest, dann bleibe dran, in diesem Video zeige ich, wie das geht. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du gespendet hast, dann kannst du diese Spende in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. Es gibt auch noch außergewöhnliche Belastungen oder Betriebsausgaben, da kannst du sie nicht geltend machen. Was genau die Unterschiede sind, erkläre ich dir einmal in diesem Video, was ich dir oben rechts verlinke. Wichtig bei Spenden, es sind Sonderausgaben. Das Finanzamt kennt drei unterschiedliche Arten der Spenden. Das erste ist eine Spende an einen gemeinnützigen und steuerbegünstigten Zweck. Die zweite Art sind Spenden an politische Parteien. Und die dritte Art sind Spenden in einen Vermögensstock einer Stiftung. Das sind die Dinge, die du steuerlich geltend machen kannst. Wichtig bei all diesen Spenden ist, dass du keine Gegenleistung erwarten darfst. Sobald es einen Leistungsaustausch gibt, du gibst Geld und bekommst dafür etwas, ist es keine Spende mehr und dann kannst du sie steuerlich nicht berücksichtigen. Außerdem ist es hier wichtig zu wissen, dass Spenden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht immer Spenden heißen. Es kann auch sein, dass du Mitgliedsbeiträge zu einem gemeinnützigen Verein zahlst, die aber trotzdem nach steuerlichen Maßstäben absetzbar sind. Und gerade bei Mitgliedsbeiträgen ist die Abgrenzung gar nicht so einfach, was jetzt absetzbar ist und was nicht absetzbar ist. Da es so viele unterschiedliche Vereine und gemeinnützige Zwecke gibt, zähle ich am besten einfach die Dinge auf, die du nicht absetzen kannst. Nicht absetzbar sind Beiträge zu Vereinen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehören auch alle Sportvereine, also Fußballverein, Segelverein, Judoverein. Das sind Beiträge, die du steuerlich nicht geltend machen kannst. Außerdem kannst du Mitgliedsbeiträge zu zum Beispiel Heimatvereinen nicht steuerlich geltend machen, Tierzuchtvereinen oder aber auch Karnevalsvereinen. Wichtig bei allen Spenden ist, dass du eine Zuwendungsbescheinigung bekommst. Manchmal sagt man auch umgangssprachlich Spendenbescheinigung. Du brauchst so eine Zuwendungsbescheinigung, um diese Kosten dann tatsächlich in der Steuererklärung einbringen zu können. Diese Zuwendungsbescheinigung bekommst du immer bei der entsprechenden Organisation oder den Verein, an den du gespendet hast. Wenn du dir auch nicht ganz sicher bist, ob du eine bestimmte Spende oder Mitgliedsbeitrag steuerlich absetzen kannst, dann frag einfach diese Organisation einmal an, ob sie dir so eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen oder ob es grundsätzlich eigentlich absetzbar ist. In der Regel erkennt man sowas aber auch relativ früh, weil für Vereine und Organisationen ist das natürlich ein Riesenvorteil und sie werben in der Regel auch damit. Von der Grundsatzregelung, dass du eine Zuwendungsbescheinigung brauchst, gibt es übrigens zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme sind Spenden in niedrigerer Höhe. Niedrigerer Höhe heißt unter 300 Euro. 300 Euro gilt ab 2021. In den Jahren davor galt immer 200 Euro. Das heißt, eine Spende unter 200 bzw. 300 Euro, da brauchst du keine Spendenbescheinigung, also keine Zuwendungsbescheinigung. Da reicht ein einfacher Kontoauszug, aus dem hervorgeht, dass du an eine bestimmte Organisation Geld gezahlt hast. Das ist übrigens auch der Grund, warum du immer Spenden überweisen solltest und nicht in bar geben solltest, weil da hast du dann keinen Nachweis, also hast du keinen Kontoauszug als Nachweis. Diese 200 bzw. 300 Euro gelten übrigens pro einzelner Spende. Das heißt, du kannst an eine Organisation auch mehrfach pro Jahr spenden. Diese Grenze gilt immer nur pro einzelner Spende und nicht für das gesamte Kalenderjahr. Die zweite Ausnahme gilt in Katastrophenfällen. Die Finanzverwaltung kann in Katastrophenfällen sogenannte Katastrophenerlasse erlassen und dann reicht der Kontoauszug als Spendennachweis. Das gilt beispielsweise bei Hochwasser oder Sturm oder Flüchtlingskrise. Bei diesen Dingen kann die Finanzverwaltung so einen Erlass erbringen und dann reicht der Kontoauszug als Nachweis für deine Spende und du brauchst keine Zuwendungsbescheinigung. Das macht die Finanzverwaltung in der Regel dann immer, wenn das Spendenaufkommen und das Spendenvolumen erhöht werden sollen, um das Spenden einfacher zu machen. Wenn du in solchen Fällen spenden möchtest, google einfach vorher kurz, schau nach, ob es so einen Spendenerlass gibt und dann weißt du, ob du eine Zuwendungsbescheinigung brauchst oder ob ein einfacher Kontoauszug als Nachweis reicht. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir ein bisschen Klarheit gebracht, welche Spenden du in der Steuererklärung berücksichtigen kannst. Wenn du jetzt selbst deine Steuererklärung machen möchtest oder wir für dich deine Steuererklärung machen, dann sammel mal alle Zuwendungsbescheinigungen zusammen und alle Kontoauszüge, aus denen die Spenden hervorgehen, die du absetzen möchtest. Schick uns gern diese Unterlagen zu, wenn du unser Mandant bist. Ansonsten, wenn dich diese Videos interessieren und du wissen möchtest, was du noch in deiner Steuererklärung berücksichtigen kannst, dann abonniere doch unseren Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos zu diesem Thema oder schau einen unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Und wenn du gespendet hast, erst einmal sehr gut, Dankeschön.